So, Hallihallöchen, liebe Freunde, da sind wir jetzt endlich mal wieder. Bei Ätna bricht aus bei dem kleinen LPchen. Letztens sind wir, als wir Hulgur K.O. geschlagen haben, ja ein bisschen der Spielstand abgecrashed. Und ich habe mir da mal gedacht, ja, auch von wegen hier oben in der Ecke, da seht ihr es ja, da flinzen ja ab und zu die FPS-Zahlen rum. Und von dem her habe ich mir da was einfallen lassen. Und kurzen Moment bitte, das erkennt ihr dann gleich hier. Und ja, Pyro hat es jetzt auch endlich mal entdeckt, diese bescheuerte Fratzencam. Habe ich mir gedacht, ja, siehst du jetzt so oft, probierst du auch mal aus. Und vor allen Dingen jetzt, wo sich es anbietet, weil wir müssen hier FPS-Zahlen überdecken, die da halt die ganze Zeit so bescheuert drüben rumflinsen in der Ecke. Habe ich mir gedacht, ja, ist mal ganz witzig, probierst du mal aus. Und je nachdem, ob es mir taugt oder nicht, wird es entweder beibehalten oder naja. Was ihr hier seht, das ist mein Mikro, habe ich ein bisschen getunt mit einem ja, sehr einfachen Haushalts-Popkiller. Eine alte Socke. Ja, riecht auch danach. So, aber jetzt hat genug geplauscht und geplaudert. Jetzt geht es nämlich weiter hier mit der lieben kleinen Edna. So klein ist die auch gar nicht mehr. Und ich muss jetzt erstmal aufpassen, dass ich da gescheit um das Handy rumlinsen kann. So, können wir mit Wer ihm ist der Champ? reden? Wer ist der Champ? Edna. Sag es Edna, lauter! Edna, Edna. Edna. Ja, wunderbar. Jetzt können wir Ja, den ich nehmen. sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Lulu. Und das kleine schmächtige Persönchen hat den fetten Idioten da in den Schrank gepackt. Können wir jetzt. Ach, halt mal. Wieder mal der Kuli. Können wir mit dem ihm irgendwas Schönes draufkritzeln? Kritzel, kritzel, kritzel. Ah, na, schade, geht nicht. Ich hätte ihm da jetzt gern so einen Herzerl auf die Arschbacke gemalt. So, können wir jetzt dazu. Benutze Schrank. Klappe zu, Affe tot, Wunde prächtig. So, und jetzt geht es hinaus vor die Türe. Du. Was haben wir hier? Eine Pflanze. besonders rankige Ranunkel. Ach, wie schön. Können wir. Das Lexikon ist. Nein, das ist Willst du Harvey. das lesen, Ah, das Harvey? Lexikon. Hast du keinen Comic? Nee. Das ist jetzt so blöd hier, weil ich nehme ja das Ganze nicht mit Webcam auf, wie jeder normale Fachidiot. Nein, ich nehme das Handy her, weil ich eben keine gescheite Webcam habe. Noch, kommt noch, wenn sich das hier bewährt. Oder auch das mit Skypen. Deswegen nehme ich das jetzt hier gerade mit Handy, Entschuldigung, Smartphone auf. Und deswegen ist da mein Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt, weil da jetzt gerade wunderbar das Display jetzt gerade noch drin prangert. So, aber ich mache so gut, wie es geht. Können wir mit der Lexikon in der Pflanze nachschauen? Genau, geht schon los. Ich bin heute total bekloppt. Benutze Lexikon in der Pflanze. Machen wir es einfach mal so. Pflanzennamen in Lexikon-Nachschlager. Der zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Muss ich sagen, kenne ich nicht. Ich höre keinen Schlager. So, was haben wir hier? Ich Dachluke. kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Okay, wunderbar. Können wir mit ihm Use the reden? Luke Force. Geil, ich liebe den Spruch. Use the Luke Force. Wunderbar. Ach, ich liebe den Spruch. Use the Luke Force. Haben mit Sicherheit auch schon das eine oder andere Mal Das ist als zu hoch. Anspielung gehört. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Jo, dann googeln wir doch mal. So. Du lila, du palida. Huch, da ist aber finster. Lichtschalter. Blick, 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 blick. Wofür Ansehen. dieser Schalter wohl gut ist? Licht. Können wir Licht. mit ihm reden? Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Geil.
habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel liebe und genau wegen solche Sachen. Und jetzt seht ihr mich jetzt da endlich einmal hinter oder vor meinem Monitor sitzen und mich da die ganze Zeit rumfreuen. Ach, wie ist das schön. Lalalala. Ich frage mich bloß, wie witzig ihr das wirklich noch findet, wenn ich da oben da mal in der Ecke pappe. Warum bin ich heute eigentlich so aufgedreht? Ich habe eigentlich gar keinen Grund dazu. Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Beides. Alf-Puppe. Oh, wer kennt noch Alf? Du musst die mir früher immer anschauen. Oh, eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Null Problemo. Pfoten weg. Hä? Kann der reden? Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Ach, wie geil. Hallo, Hirn. Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Ach, wie geil. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo? Bobo? Nein. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Ach, wie geil. Ich hätte jetzt einfach gesagt, DJ. Hey, DJ, wie geht's? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Ah, und kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Ach so. Weißt du was über diesen Dr. Marcel? Was über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. 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 Ach, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Böse. Ciao. Ciao. Aber die ist cool. Benutze Hirn. Ich sehe, geht du nicht. Versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Was? Eigenes Hirn? Brains. Erinnert mich irgendwie gerade an Halloween. Ein Haufen weißer Kittel. Können wir einen nehmen? Der Schlüpper ist jedoch Sie reichlich offen. Sie unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ja, und aber wenigstens hintenrum. Ich meine, da gut, da haben die Fans was zu schauen, aber... wird er nicht ein bisschen kühl vielleicht, Edna, wozu? Oder? Die sind unvollständig. Fehlt doch nur 8. Entschuldigung, 7. Bowlingkugel. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Und warum nicht? Die sind unvollständig. Die erinnert mich an Hulgur. Tja. Können wir mit dir nicht reden? So weich. Mit Schmusi weich ultra gewaschen? Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja. Ui. Atomfrisch. Und findet sich auch nachts super leicht im Schrank wieder. Das klappt so nicht. Nein. Ja, denke ich mir auch gerade, Edna. So, Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Genau. Wunderbar. Bowlingkugel. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Tja, radioaktiv. Können wir ansehen. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Ein Ventilator. Schmeckt nach Ananas. Njam, njam, njam. Lecker. Ideal für Cocktails. Und Mixer. Oh Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Geil, wie fällt einem nur so eine Scheiße ein? Ach, das ist einfach nur cool. So, sieh an, Mixer.
Ja, gibt's die auch in schön. Der ist kaputt. Aber kannst du das radioaktive Zeugs mitnehmen? Schmeckt nach Ananas. Och, ach, Edna. Der ist kaputt. Ja, toll. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Oh, hallo Captain Unbrauchbar. Ich liebe diesen Comic. Gibt's den irgendwo zu kaufen? Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Und zwar kräftig. Nehmen. Sind wir hier, Kartons. Hm. Was da wohl drin ist? Schau doch mal nach. Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Warglas, Edna. Warglas. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Tja. Was haben wir denn hier? Haben wir nichts? Haben wir nichts? Oh, wir haben ein Fenster. Benutze Fenster. Können wir ansehen, Fenster? Na. Ach, nur gehe zu Fenster. Oh. Reichlich luftig hier oben. Nein, halt mal. Ansehen. Schauen wir uns erstmal um. Fenster. Können wir wieder rein? Können wir Dachkante? Unten. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Mhm. So ging es am schnellsten. Würde aber wahrscheinlich das Spiel auch sehr schnell vorbei sein. Außerdem ist es ja kein Ausbruch. Oh, wie geil. Ansehen. Da ist Ferne. Ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Sicher. Unten, schauen wir nochmal an. Wow. Ah ja, ist derselbe Blick. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Aber, euch aufgefallen? Diesmal ist Edna ein bisschen weiter auf der Seite gestanden. Ah ja, das ist das Dr. Marcel-Fenster. Und ja, geht zu Gitter. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Ja, genau, wir erinnern uns. So, können wir ansehen. Das ist der Lüftungsschacht. Ja, können wir reden. Sie sagt, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Kümmel, öffne dich? Auch nicht. Okay, rede mit der Ferne. Warte dort, ich komme runter. Es muss einen besseren Weg geben als den... Direkten. Direkten. Ach, wie schön. Hallo. Ich kann hell sehen. Niemand hört mich. Können wir Harvey runterschmeißen? Erkennst du davon irgendetwas wieder, Harvey? Ach so. Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da hinten muss irgendwo unser Zuhause sein. Vor allen Dingen, wenn er mit den Augen nach hier baumelt. Na, Harvey, bisschen Nase bohren. Jetzt bei der Edna vielleicht ein bisschen arg nicht falsch doch. Ausgesehen. Harvey ist mein bester Kumpel. Ich wollte ihn ja nicht runterschmeißen. Ich wollte nur schauen. Ich wollte ihm nur das unten zeigen. Mann, sehr ungewohnt, wenn man mich da einfach mal mit dabei sieht. So. Ach ja, stimmt, Captain Unbrauchbar. Nein, Edna, aufhören. Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Respekt. Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung?
was für ein Ding. Geil. Ach, schön. Lackiert sich nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Ui, wie schnuckelig. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Schön, kommt hoffentlich im dritten Teil. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Ach geil, ich will den Comic. Das Comic-Hefts, Plural Comic-Hefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Was? Für grafische was? Das Comic-Hefts, Plural Comic-Hefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Witzbildliteratur? Ach, wie herrlich ist das denn? Ach, ich feiere das hier gerade so ungemein. So, mit Poloschläger. Hey, ach, das ist kein Packpapier. Nee, halt. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Oh Mann. Oh Mann, ich sage nichts dazu. So, Fußnägel mit Gitter. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja, aber unterbrich mich doch bitte nicht. Edna. Hallo? Edna? Geht's? Huch! Wo haben wir ihn hier? Nase beißt. So. Die heutige Folge schneide ich einfach mal etwas länger. Jetzt haben wir jetzt schon fast 17 Minuten. Ja, okay, das geht. Das geht, das geht. Machen wir heute mal 20 zur Feier des Tages. So. Antenne ansehen. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Boah. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. Sein Kabelanschluss? Wie kann er? Ja, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Und da kommen dann lauter Bilder rein, von hier oben nach da und so weiter. Das ist wirklich sehr toll. Antenne, die. Siehe auch Empfangsverstärker. Ich liebe es. Dong. Da wird sich einer unten auch seinen Teil denken. Wird dann auf einmal Polo übertragen. Bing. Hihi. So, was haben wir nun? Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Arr. Ich mache sehr viel Schmarrn jetzt gerade, fällt mir auf. Aber ich habe jetzt einfach gerade Lust dazu. So, benutze Antenne. Können wir da irgendwas machen? Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Ach, schön. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Wow, die haben hier sogar RTL. Bin begeistert. Tüdelü, dü, dü, dum, bi, la, la, dum, bim, bi, ni, dü, 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 di, la, dum. So, machen wir erstmal wieder das Licht hier aus. Und dann sag ich mal Tschüss, weil ich wollte die ganze Sache heute gleich nach dem Aufnehmen auch noch rendern und hochladen. Und ich habe so meine leise Befürchtung, dass das mit dem Schneiden heute etwas länger dauert. Also dann sage ich mal Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.